spottest wieder. Du haust den, du haust den, du nennst den. Und er ist das da. Du trinkst einen Heiltrank. Wovon wir inzwischen hier doch ein paar mehr haben. Das ist ganz schön flott gegen, aber wir haben ja auch eine Menge von denen umgebracht. Und nach dir werden wir auf jeden Fall schlafen. T-Rex Waffe ist ebenfalls defekt. Ich freue mich schon so auf den Patch. Also primär wegen den Waffen. Und seine Waffe ist schon wieder kaputt. Na gut, dann nehmen wir wenigstens die kaputte magische und nicht die kaputte nicht magische. Schlafen. Geht nicht auf. Dann wird hier gleich noch ein Schalter sein, um die Tür aufzumachen. Ja, da ist der Schalter. So, du Zauberbuch. Mach doch mal bitte Lichtkugel statt Fackellicht. Klick. Ja, naja. Das glänzt alles immer noch so komisch. Ist das der Blumeneffekt? Wart mal. Option, Grafik. Animationsqualität. Also es gibt kein Häkchen für Blumen. Und auch, es gibt einen für Gamma. Aber ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich Gamma auf 0 setze. Erst habe ich 0 gedrückt und einen Mana-Trank getrunken. Das ist sehr nervig. Das ist Gamma 0. 1. Und wenn ich jetzt irgendwas höher nehme als 1, ist genau das Gegenteil von dem, was eben passiert ist. Na, obwohl es geht. Fast. Ich hätte gerne 1,5, aber wenn man Kommazahlen eingibt, dann wird die Welt richtig komisch. Also ja, das müsste auch noch irgendwie behoben werden. Denn so sieht das alles viel zu plastikartig aus. Also, nasse Plastik-Playmobilburg. Das fällt mir dazu gerade ein. Aber ich bin wahrscheinlich nur verwöhnt. Ratte? Da geht schon mal hoch. Oh, ganz viele Kisten. Die nehme ich doch gerne mit. Einer von euch ist bestimmt eine Falle, oder? Nee. Drei Heiltränke, sehr schön. Damit ist die erste Etage fast fertig. Da ist noch ein Raum, aber der scheint nicht wichtig zu sein. Okay, gucken wir mal hoch. Wobei, wir hatten keinen Skyrim-Abkürzungsraum bisher gefunden. Also der abgeschlossen ist, bis wir oben fertig sind. Sehr, sehr viele Türen. Ich gehe mal zuerst durch die Nicht-Tür. Oh, sehr schön. Was für Ogrum. Aber er wird es nicht tragen können, weil es noch nicht infiziert ist. Schade. Was haben wir hier? Kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht rein. Kann man nicht benutzen? Nein. 4 Heiltränke. Oh ja. Also sterben dürften wir nicht so schnell. Einmal warten. Du bist ein Eliteräuber? Ja, bist du. Feuer. Haun, haun, haun. So, bye bye. Und bei euch beiden Stufenanstieg. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen 2 Punkte Vitalität, damit du nicht so schnell stirbst. Und 2 Punkte Wahrnehmung, damit du mehr Schaden mit dem Bogen machst, eigentlich. Obwohl ich fast versucht bin, das hier zu erhöhen. Bringt ja auch Lebenskraft. Aber nee, sie ist ein Bogenschütze, sie braucht verdammt nochmal Wahrnehmung. So. Dann du. Du hättest gerne... Sie wird nicht mehr gewonnen, das ist das Wichtigste.
Ich nehme Mana. Und Lebenspunkte. Weil das sind 7 Lebenspunkte. Und Mana ist es nur ein bei jedem Aufstieg. Das sieht jetzt nicht so viel aus. Aber gut. Hier wird eine Falle ausgelöst. Oh. Okay. Kommt hier gleich noch eine? Nein. Aber okay, es gibt schon mal Fallen. Also andere Fallen als einfach nur Monster, die dann anspringen. Macht das ganz interessanter. Oh, Magier. Autsch. Na, knapp. Ein Schalter hindurch nochmal. Ich denke, es wird wenig Schalter geben, die was Negatives für uns machen. Aber ich wurde schon häufig genug überrascht bisher. Oh, noch Magier. So, warten. Oh. Kampfgeist. Nahkampf- und Fernkampfschaden werden um 0% gesteigert. Okay. So. Du, verbrenn mal den. Du spotte den. Der Rest haut auf. Genau. Licht. Da geht's zurück zum Eingang, aber wir kommen nicht durch. Da geht's auch nicht durch. Wir müssen irgendwo einen Schalter übersehen haben. Das ist eine Fackelhalterung. Den Schalter haben wir noch gedrückt. Und wir können ihn nicht nochmal drücken. Sehr komisch. Gibt's hier vielleicht irgendwas anderes außer einem Schalter? Ein Stein in der Mauer oder... Nein. Okay. Das heißt, übrigens wieder schöne Sicht nach draußen. Auch wenn wir von hier nicht so viel sehen können wie vom Leuchtturm. Aber allein, dass es da ist, bringt schon mal sehr viel Ambiente. Hier ist was. Nur wir sehen es nicht. Siehst du das vielleicht besser? Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, wer ausgewählt ist beim Entdecken. Also da ist definitiv ein Raum. Die lachen uns aus. Okay. Da geht's immer noch nicht rein. Ist neu. Ich versuche erstmal dahin zu kommen, wo wir eben nicht lang gehen konnten, nämlich hier. Magier? Jo, Magier. Und zwar ein andersfarbiger Magier. Feuerball. Wir sollten... Wow, was zur Hölle war das? Ein sehr cooler Spezialeffekt. So, stimmt. Aber ja, wie gesagt, das Spiel überrascht einen immer wieder. Gerade durch solche Sachen. Also es ist ja nur eine Kleinigkeit. Der Effekt wird, ich weiß nicht, wie einfach oder schwer der zu machen ist. Aber der Effekt ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das kennt man ja auch aus anderen Sachen. Aber er kam halt tierisch unerwartet. Und passt super zum Zauberspruch. Also ja, Hut ab. Jetzt aber erstmal schlafen. Und neues Licht machen. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Finden wir den hier oder auch? Jeder einen Schaden. Das ist ganz schön wenig für eine Falle. Aber ich denke mal, das Balancing muss dann noch gefunden werden. Dass es nicht zu nervig ist für Spiele, die nicht zu stark sind.
aber auch für bessere Spieler eine Bedrohung darstellt. Brenn. Du bist auf. Magier? Nein. Ein Nahkämpfer, ein Fernkämpfer. Gehen wir ran. Der Raum hier sieht auch wichtig aus, mit dem Teppich und den ganzen Bücherregalen. Vielleicht finden die hier ja einen Schlüssel. Oh. Ja, hier lebte wohl der Captain der Wache. Schlüssel? Nee. Aber magische Schuhe. Nichts zum Anklicken. Nichts zum Plündern. Schade. Weil gerade Bücherregale kannte man in den alten Teilen, ja. Da konnte man Schriftrollen drin finden oder sogar Zauberbücher. Das war schon schick. Und die Tür geht nicht auf. Das haben wir schon geplündert, okay. Wir müssen ganz schön viel Zickzack laufen, fällt mir gerade auf. Also vor und zurück. Was allerdings auch eine Kick bekannte Taktik ist, weil sonst Dungeons teilweise zu schnell rum sind. Jo, können da jetzt weiter. Wobei der Schalter ja sogar richtig Sinn gemacht hat. Hier ist die Tür, da hinten war der Schalter. Das heißt, der Mechanismus, der nicht wirklich im Spiel vorhanden ist, aber der Mechanismus, der da wäre, wäre das eine Real-Life-Burg. Der müsste halt echt nur hier durch die Mauer gehen. Und ja, man sollte nicht immer alles realistisch sehen. Aber ich finde es schön, wenn man sowas nachvollziehen kann in einem Spiel. Und nicht, dass hier ein Schalter ist und da ganz hinten geht eine Tür auf. Da will ich sehen, wie die Zwerge die ganze Zeit durch die Wand buddeln und da irgendwelche komischen Seilkonstruktionen langbauen. Oh. Eine Alchemistenstube. Feuer. Haben wir was zum Plündern? Also Alchemistenstube oder eine extravagante Küche. Das sieht nämlich dezent wie ein Grill aus. Nee, wird eine Alchemistenstube sein. Mit Waage und allem. Kleinern. Die hat schon mal mehr Schaden gemacht. Und Myrum sollte einen Heiltrank trinken. Wir haben nur dich gepult. Okay. Dann komm mal her. Aber die haben sich ganz schön verbarrikadiert hier. Also wir haben bisher Räuber, Medizinäre und Magier. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass da noch irgendein dicker Brocken kommt. Also primär habe ich den Verdacht, dass wir einen Drachen treffen werden. Denn auf dem Hauptmenü sah man ja ein und überall in die ganzen Werbeflächen für die Early Access sah man immer diesen lilanen Drachen. Ich denke mir, der wird hier irgendwo rumschwirren. Und ran da. Elite Räuber, normaler Miliz. Erstmal normaler Miliz ausschalten. So. Bisher nicht wirklich viel Taktik in diesem Dungeon. Einfach nur 1-1-1-1-1-1. Ab und an mal sauber. Außerhalb bei diesem Elite-Magier, da war das schon krass. Wir haben drei Schalter. Lassen wir erstmal da stehen. Kriegen wir dich auf? Nein. Haben wir irgendeinen Hinweis bekommen, wo wir welchen Schalter drücken sollen? Bisher glaube ich nicht. Also klicken wir mal den hier. Mach das mittlere Tor auf. Mach das vordere Tor auf. Mach das vordere Tor zu. Mach das vordere Tor auf.